Das war eine heiße Märzenzeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem. Ja, hallo zusammen zum nächsten Whiteboard-Video. Ich habe mich mit den Vorbereitungen von diesem Whiteboard-Video ein bisschen schwer getan, muss ich ehrlich gestehen. Nicht weil keine Lust oder sowas, sondern einfach weil dieser Themenkomplex recht groß ist. Und zwar soll es gehen um Plastik als Werkstoff für Verdampfer. Ja, das ist neben Messing, Edelstahl und einigen anderen Metallen ein sehr häufig anzutreffender Werkstoff in Verdampfern. Ja, bestes Beispiel Makrolon in Form von diesen Sichtgläsern im Kaifun. Oder BTV1 oder ähnliche Verdampfer sind alle aus Kunststoff. Und das hat mich dazu gebracht, mich mal ein bisschen genauer in diese Thematik einzuarbeiten. Und habe alsbald festgestellt, dass das ein riesengroßer Themenkomplex ist, den ich unmöglich erschöpfend erschlagen kann. Ich werde also versuchen, meinen Fokus auf den Teil zu legen, der für uns Dampfer als Nutzer der Geräte sozusagen interessant ist. Natürlich auch ein bisschen drumherum, wie immer, wie ihr das von mir kennt. Und für alles andere werde ich euch ein paar Dokus sozusagen verlinken unten in der Infobox, die sich generell mit Kunststoff und so weiter beschäftigen. Sehr interessant, die sollte man auf jeden Fall sich einmal anschauen. Ja, was ist Plastik? Da sollten wir jetzt alle erst mal anfangen. Plastik, Fragezeichen. Der offizielle Name für Plastik ist Kunststoffe. Was sozusagen die Einordnung dieser Stoffe beschreibt. Nächstes sind Stoffe, die so nicht in der Natur vorkommen. Man kann das auch ein bisschen genauer beschreiben als künstliche Polymere. Was ist jetzt ein Polymer? Ein Polymer ist ganz einfach ein Stoff, der zwar aus großen Teilchen besteht, die aber in sich aus sich wiederholenden Elementen besteht. Ein Beispiel hierfür, das recht bekannt ist und auch recht einfach und dementsprechend auch deutlich, ist das Polyethylen. Kennen wir von Kunststofffolien aus Supermärkten, so weiter, Verpackungsfolien. Hier diese Liquidflasche, diese weichen, sind aus Polyethylen. Und die bestehen aus ewig langen Kohlenstoffketten. Wenn man sich jetzt einfach mal einen Teil dieser Kette herausholt, jetzt einfach nur diese eckige Klammer, dann sieht man, dass diese ganze Kette so aussieht. Kohlenstoff und daran zwei Wasserstoff, wieder
wieder ein Kohlenstoff, wieder zwei Wasserstoff daran, wieder ein Kohlenstoff mit zwei Wasserstoff daran und so weiter und so fort. Und weil natürlich die Chemiker immer faul sind, das immer so hinzuschreiben, macht man einfach so eine eckige Klammer um eins dieser Teilchen herum und schreibt dann daran N. N ist dann die Zahl, wie viele von diesen einzelnen Bausteinen so eine Kette bilden, die können weit in die Hunderttausende und Millionen gehen. Nun hat man natürlich sehr, sehr viele verschiedene Kunststoffe. Das hat wohl jeder, der hier auf der Welt lebt, mitbekommen. Und so ein, zwei wichtige will ich euch mal zeigen, wie die aussehen. Ein weiterer wichtiger Kunststoff ist das Polyvinylchlorid. Vinylchlorid oder auch kurz PVC. Auch hier haben wir wieder ewig lange Ketten, die wir auf einzelne Komponenten zurückbrechen können. Und diese einzelnen Komponenten sehen dann so aus. Dass wir immer ein Pärchen von Kohlenstoffen haben, an dem ersten zwei Wasserstoff dranhängen und an dem zweiten hängt hier oben ein Chlor dran. Ansonsten, wie auch beim Polyethylen, wiederholt sich das dann zu einer bestimmten Kette. Polyvinylchlorid kennen wir alle, das sogenannte Vinyl. Ja. Gibt schon einen Hinweis, Schallplatten werden daraus gefertigt, aber auch Kunststoffrohre, Kabelisolierungen, mannigfaltige Anwendungen kann man aus diesem Polyvinylchlorid machen. Ein anderer Kunststoff, den wir auch kennen, sind die genannten Polyester. Oder wie es im Deutschen so schön genannt wird, Polyester. Ja? Ist ein dasselbe. Die sehen dann so aus. Dass wir mittendrin diese Estergruppen haben und da anschließen sich dann eventuell noch weitere Kohlenstoffe. Das können also dann hier sozusagen ein R' sein. Ja, R und R' stehen jetzt für irgendwelche anderen möglichen Kohlenwasserstoffverbindungen. Aber das ist so eine Polyester. Beispiele davon sind die PET-Flaschen, natürlich Textilien, aber auch Kunstharze und sowas sind alles Polyester. Und den Polyestern so ähnlich wie das Polyvinylchlorid dem Polyethylen ist hier das Polycarbonat. Polycarbonat. Weil die sind den Polyester tatsächlich sehr ähnlich. Und die sehen dann sowieso aus. Dann wieder einen irgendwie gearteten Kohlenwasserstoffrest. Ein Sauerstoff. Kohlenstoff, an dem hier oben ein doppelgebundenes O hängt, wieder ein O und R'. Ja, ihr seht, dieses zweite O hier macht den Unterschied von den Polycarbonaten, leitet sich halt ab von einer zweifachen Essigsäure, von einer zweifachen organischen Säure. Ja, es gibt auch eine Dicarbonsäure, die sieht dann so aus.
Oha. Oha. Ja, das wäre eine Dicarbonsäure. Daher Polycarbonat. Ja, und zu diesen Polycarbonaten gehört dann auch schon der Stoff, wo wir als Dampfer eigentlich hinwollen, den wir sehr gut kennen. Das sogenannte Makrolon. Makrolon ist nichts anderes als der Handelsname der Bayer AG, die das Polycarbonat damals entwickelt hat. Ja, das ist einfach der Name, den sich Bayer da draufgepackt hat, ähnlich wie halt Aspirin oder ähnliches. Makrolon oder dieses Urpolycarbonat hat eine natürlich ganz besondere Struktur und auch eine besondere Herstellung, und die zeige ich euch mal. Makrolon. Herstellung. Stelle ich euch natürlich jetzt ein bisschen vereinfacht dar. Eigentlich braucht man noch ein paar Zwischenschritte, aber das lassen wir der Einfachheit halber mal weg. Wir brauchen als eines der wichtigsten Bestandteile einen Stoff namens Bisphenol A. Das ist der Bisphenol A oder kurz BPA. So, den ganzen lässt man reagieren mit einem Stoff namens Phosgen. Übrigens hochgiftig der Stoff, deswegen sieht das da im Bayerwerk, wie ich mal von einem Kollegen, der da gearbeitet hat, gehört habe, tatsächlich ein bisschen aus wie Hochsicherheitsgebiet so ungefähr. Und wenn man das Ganze reagieren lässt mit einem gewissen Zusatz von Natronlauge unter bestimmten Bedingungen und so weiter und so fort, erhält man das Makrolon. Soweit ja noch bekannt. Und jetzt, da wo sozusagen der spannende Teil anfing mit dem Phosgen, hält ein O zu viel. Ein Sauerstoff zu viel. Das haben wir schon da drüben. So. N. Ja, das ist Makrolon. Ja, Makrolon, wo wird das eingesetzt, außer für unsere Typhoons und so weiter, hat auch wieder eine große Verbreitung im Alltag. Wirklich bekannt wurde es natürlich durch die Verwendung in CD-Rohlingen, ja, dieser durchsichtige Kunststoff, auf denen dann ja, einmal die Beschriftung und dann diese Datenträger Beschichtung draufkommt. Das ist Makrolon als Grundstoff. Des Weiteren kommt er auch vor als Beschichtung in Konservendosen. Und ja, wir haben ihn auch zum Beispiel für andere Lebensmittelverpackungen. Diese SodaStream-Flasche ist aus Makrolon, ja, die ich immer wieder gerne verwende. Des Weiteren finden wir ihn in teilweise Wasserkochern oder Kaffeemaschinen, diese
durchsichtigen Wasserstandsanzeigen. Das ist häufig aus Makrolon. Zahnfüllung wurde schon verwendet auf Thermopapier. Ja, also wir haben diesen Stoff häufiger in den Fingern als nur beim Dampfen. Als Reste von der Reaktion, um der Vollständigkeit halber zu reden, bleiben übrig etwas Natriumchlorid, das ist nichts anderes als Kochsalz, und etwas Wasser. Ja, das bleibt als Reststoff übrig. Jetzt ist so, dass ich ja vorhin gesagt habe, wir reden von künstlichen Polymeren. Das bedeutet, diese Polymere kommen nicht in der Natur vor. Die Natur selber baut aber auch schon seit Ewigkeiten Polymere. Eines der wahrscheinlich bekanntesten Polymere ist die Stärke. Ja, kennt man ja, Kartoffelstärke, Maisstärke und so weiter und so fort. Die setzt sich aus Zuckermolekülen zusammen. Ja, das ist nichts anderes als sich wiederholende Zuckermoleküle, die zu so einer Art Spirale aufgewickelt werden, so eine durchgehende Schraube. Das sind starke Moleküle. Anderes Beispiel sind zum Beispiel auch Holz und ähnliches. Ja, der Natur baut schon seit längerem auch diese Polymere. Aber wie gesagt, wir Menschen haben es mittlerweile geschafft, eigene Polymere zusammenzubauen. Hat uns natürlich einen unglaublichen Kosmos an Möglichkeiten bereichert. Ja. Wir können unglaublich viele Gegenstände unglaublich einfach, unglaublich günstig herstellen. Auch dank vieler sehr, sehr spezieller Kunststoffe können wir auch teilweise Anwendungen erreichen, die wir mit anderen Werkstoffen bisher nicht erreichen konnten, bevor wir halt die Kunststoffe entwickelt haben. Jetzt hat das Ganze aber ein Problem. Im Gegensatz zu Metallen, Keramik, sämtlichen Naturstoffen, sage ich mal, hat die Natur eine Schwierigkeit, diese Sachen zu zersetzen. Ihr wisst, Plastik verrottet nicht, sagt man. Ich weiß, es gibt mittlerweile Kunststoffe, die darauf ausgelegt sind zu verrotten, aber im Allgemeinen kann man sagen, die meisten dieser künstlichen Polymere können nicht verrotten. Einfach weil es gibt in der Natur nichts, was diese Dinge abbauen könnte, weil die Natur diese Dinge gar nicht vorgesehen hat. Aber trotzdem können diese künstlichen Polymere zerstört werden. Ja, Kunststoffe. Kunststoffe können zerstört werden. Wie passiert das? Wenn wir jetzt hier irgendeinen Kunststoff mal haben, einfach mal so als eine Tafel oder sowas, können verschiedene Einflüsse der Umwelt diesen zerstören. Erster Einfluss sind sogenannte Lösungsmittel, abgekürzt LSM. Ja, also viele Kunststoffe sind zum Beispiel gegen Öle oder Benzin löslich. Ja, davon lösen die sich auf. Anderes Beispiel: Lichteinfall. Ja, Licht ist ein ganz großes Problem für Kunststoffhersteller, weil dieses Licht die Kunststoffe brüchig macht, indem es die Ketten sozusagen durchschlägt, ja, in kleine Ketten zerlegt und damit diesen Kunststoff kaputt macht. Nächstes Problem: Wärme.
Wärme löst bestimmte Bestandteile aus dem Kunststoff, der auch dann für den Zusammenhalt wichtig ist. Der Kunststoff wird hart und verliert seine Plastizität, ja, und wird angreifbar durch eine weitere Kraft, Reibung. Ja, wenn, ich gehe jetzt mal davon aus, wir haben vielleicht einen Kunststoff wie diesen Eimer hier und der wird jetzt einfach mal weggeworfen. Ja, landet irgendwo, nachdem wir ihn nicht mehr brauchen, irgendwo in der Botanik und rollt jetzt 20, 30 Jahre lang hin und her, teilweise über Steinboden oder sowas, dann reibt sich von der Oberfläche immer wieder etwas ab. Und zwar sogenanntes Mikroplastik. Dieses Mikroplastik ist mittlerweile ein Riesenproblem, auch in den Weltmeeren. Wir haben Bereiche in den Weltmeeren, da gibt es 60 mal mehr Mikroplastik als Plankton. Ja, und diese Mikroplastikteile sind so groß wie Planktonteile. Das würde natürlich für alle möglichen Lebewesen, die Plankton fressen, dass mit jedem Mal, wo sie meinen, sie futtern Plankton, nur jedes 60. Teilchen tatsächlich ein Planktonteil ist, was sie futtern. Und der Rest ist Plastik. Nicht gerade nahrhaft, für die Tiere teilweise natürlich tödlich. Und natürlich das Problem, dass dieses Mikroplastik dann in diesen Tieren ist, sich mit der Nahrungskette weiterschleppt, bis es schließlich bei uns in Form von irgendeinem Speisefisch auf dem Teller landet. Aber es bildet sich nicht nur dieses Mikroplastik. Teilweise lösen sich auch ganze Bestandteile des Kunststoffes wieder heraus und wird an die Umwelt abgegeben. Das möchte ich mal am Beispiel vom Makrolon erörtern. Makrolon wird zersetzt. Erstmal ist natürlich die Frage, wovon? Ja, das treibt ja immer viele um. Wir wissen natürlich das Problem der Lösungsmittel. Das kennen wir Dampfer natürlich aus leidlicher Erfahrung von so einem diversen zerstörten Tanks. Ja, viele Aromen scheinen Stoffe zu enthalten, die halt diese Polycarbonate, das Makrolon, angreifen. Stoffe, die dies tun, sind zum Beispiel Carbonsäuren, also organische Säuren, Laugen, sogar noch sehr viel stärker als Säuren, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Beispiele wären das Chloroform und ähnliche Stoffe. Ammoniak ist auch sehr gut darin. Makrolon zu zerstören. Amine. Aceton. Ethylacetat, also der einfache Ester der Ethylsäure, dann auch gewisse Alkohole wie N-Propanol, und. Das ist eine Riesenliste. Wer sich das genauer angucken möchte, ich werde euch unten in den Infokasten zwei Aufstellungen reinschreiben. Da haben tatsächlich Wissenschaftler verschiedene Kunststoffe mit verschiedensten
möglichen Lösungsmittel zusammengekippt. Und da könnt ihr auch ganz klar sehen, Polycarbonat, ja, geht ihr die Liste runter, wie stark welches Lösungsmittel wo wirkt. Aber auch hier gilt, starker Lichteinfall erzeugt eine Schwächung. Ja, auch das kann Makrolon auf Dauer zerstören. Hält verhältnismäßig viel Licht aus, aber trotzdem, ja, Lichteinfall zersetzt das auch. Größtes Problem ist zum Beispiel Wärme. Nicht umsonst steht auf diesen Sodastream-Flaschen drauf, dass die keinesfalls in der Spülmaschine gereinigt werden dürfen. Weil nämlich bei den relativ hohen Temperaturen von 55 Grad in dem Wasser Folgendes passiert. Das Bisphenol A wird durch das heiße Wasser ausgeschwemmt aus dem Kunststoff zu sehr hohen Mengen. Das Material selber wird man dann ja, erkennen, das ist dann so stumpf und nebelig sozusagen. Und dieses Bisphenol A wird über das gesamte Spülmaschinengut verteilt. Was ist jetzt da das Schlimme, dass das Besteck voll Bisphenol A ist? Bisphenol A und Gesundheit. Bisphenol A hat man lange Zeit, wie sämtliches anderes, was mit Plastik zu tun hat, gedacht, ja gut, wird vom Körper halt aufgenommen, der Körper kann nicht viel damit anfangen, dementsprechend wird es halt wieder ausgeschieden. Bei Bisphenol A hat man sich da leider geirrt. Also Bisphenol A funktioniert nämlich im Körper wie Östrogen, das weibliche Geschlechtshormon. Deswegen spricht man in dem Zusammenhang, weil es ja kein wirkliches Östrogen ist, als weil das Xeno- oder auch Pseudo-Hormon-Östrogen. Es gibt ja immer wieder, gerne auch in Hollywood-Filmen, den Witz, wenn Männer da anfangen, die Antibabypille zu futtern, die ja diese weiblichen Geschlechtshormone in der richtigen Form konsumieren. Ja, was mit denen alles passiert. Und tatsächlich ist es so, dass auch dieses Xenoestrogen ähnliche Probleme aufwirft. Man hat mal eine Studie in Michigan gemacht. Da hat man unfruchtbare Männer, ja, wo man also genau sehen konnte, die Spermien bewegen sich nicht mehr vernünftig und so weiter. Also wo man wirklich sagen konnte, okay, bei den Paaren liegt es tatsächlich daran, dass der Mann unfruchtbar ist. Und bei 89% dieser Männer fand man hohe Spuren oder Konzentrationen von Bisphenol A im Blut. Ist natürlich schon signifikant, aber gut, kann ja alles noch irgendwie sein. Das Problem ist nur, dass man auch hohe Spuren von dem BPA bei Kaimanen in Florida gefunden hat. Das Problem ist, was diese Tiere damit haben,
Das ist halt besonders bei Echsenartigen und sowas, dass es bei denen in der Population mittlerweile gar keine Männchen mehr gibt. Es gibt da nur noch Weibchen und Zwitter. Ja, einfach weil durch das verunreinigte Wasser diese Kaimane in der Entwicklung so viel BPA aufgenommen haben, dass ja, ihre eigentlich männlichen Körper verweiblichen. Tatsächlich so, dass man ganz klar sehen kann, dass dieser Auflauf von dem Xenoöstrogen große Auswirkungen gerade auf den männlichen Körper hat, was Geschlechtsfortpflanzungsfähigkeit und auch die Libido zu tun hat. Ja, also häufig hat auch eine hohe Konzentration von BPA eine negative Auswirkung auf die Libido. Aber nicht nur wir Männer haben damit Probleme. Frauen können auch daran, genau wie wir Männer, auch Probleme bekommen. Da wäre zum einen die Auslösung von Diabetes, negative Auswirkungen oder Störungen auf Zellfunktion. Ja, der Zellstoffwechsel, gerade von Calcium, wird da beeinflusst, ja, also gehemmt. Und das Ganze fördert auch, das fällt mit hier drunter, eine bestimmte Art von Tumor. Details werdet ihr dann in den Links sehen, die ich euch packe. Eine ganz bestimmte Form von Tumor, die durch fehlerhafte Genablesung erzeugt wird, wird hierdurch noch gefördert. Last but not least, ich gucke mal, ich kann jetzt mal hinschreiben, mache ich das hier mal weg, kommen noch Schäden an Zähnen dazu. Das ist also nicht, dass das BPA direkt den Zahnschmelz angreift, sondern dass die Bildung, ja, von der Calciumhülle der Zähne beeinflusst wird. Ja, man sieht also, dass dieses BPA wie ein völlig falscher Schaltbefehl durch den Körper marschiert, sich teilweise auch im Körperfett anlagert und dann, deswegen es dann ausgeschieden wurde, hat es auf seinem Weg durch den Körper eine Menge Sachen völlig durcheinander gebracht. Naja, eins habe ich noch. Fettleibigkeit wird davon auch noch gefördert. Soll keine Ausrede für mich sein. Ja. Aber das fördert auch dies. Was bedeutet das? Ganz klar, sowieso schon, wenn man sich das Ganze anguckt, dass man die Aufnahme von BPA möglichst vermeiden sollte. Ja, und wenn man dann daran denkt, dass so ein ganzes Essbesteck dann kontaminiert ist mit diesem BPA, dann kann man natürlich auch die Warnung auf diese Flaschen durchaus nachvollziehen und sollte sie auch beherzigen. Das bedeutet aber auch für uns beim Liquid und Gesundheit beim Liquid, dass wir beim BPA und beim Makrolon Vorsicht walten lassen müssen. Was auf gar keinen Fall jemand tun sollte, ist, wenn er Liquid in seinen Tank füllt, mal hier irgendein Dampfgerät mit einem Makrolon-Tank. So, wir füllen jetzt Liquid ein. Ja. Und sehen,
Tank wird stumpf. Ja. Muss ja nicht unbedingt direkt aufbrechen, was er auch könnte, aber er wird stumpf. Das bedeutet, aus dem Kunststoff gehen Bestandteile ins Liquid über, also an die Außenwelt und dann vor allen Dingen ins Liquid. Das, was da drin ist, sollte man in keinem Fall mehr dampfen. Ja, das muss sofort weg. Man sollte auch den Tank nicht mehr verwenden, weil das bekommt man gar nicht mehr so sauer, dass diese BPA-Spuren da rauskommen. Ja, dieser Tank ist dann auf jeden Fall für die Tonne, inklusive des Liquids da drin. Und da kommt mir keiner mit, aber das Premium-Liquid ist so lecker. Ja, das ist dann kein Liquid mehr, das ist nur noch Chemiesuppe. Dickes Ausrufezeichen dahinter. Die Suppenbildung wird dadurch auch noch vergünstigt, sozusagen, dass wenn man mal die Löslichkeit von Stoffen wie BPA auftragen. Ihr wisst doch von meinem Triacetin-Video, wo ich gesagt habe, dass Wasser und Öl sozusagen die beiden Enden einer Löslichkeitsskala bilden können. Das liegt das Ganze bei Propanol und Glycerin, also bei PG und VG, ziemlich genau in der Mitte. PG, VG, weil das sind ja Alkohole. Ja, und Alkohole sind so ein bisschen die Brücke zwischen Wasser und Öl. Dementsprechend, wie gesagt, nicht dampfen. Gar keinen Fall. Ja, nächste Möglichkeit der Schadensbildung ist dann diese Rissbildung. Wir kennen das, also diese Tanks richtig geknackt werden. Das liegt halt je nachdem an den Lösungsmittel, was angreift und wie es angreift. Ja, das eine Lösungsmittel sozusagen zieht großflächig das BPA aus dem Tank. Das andere kann man sich ungefähr vorstellen, wenn man hier jetzt diesen BPA-Tank hat, eine Wand davon sozusagen, Tankwandung, dringt das Lösungsmittel so ein bisschen ein, wie so eine Bohrer- oder Speerspitze, und frisst sich dann in so einem scharfen Winkel durch den Tank, bis er dann platzt. Natürlich wird auch hier an diesen Stellen Bestandteile des Kunststoffs freigesetzt. Gilt also genau das gleiche, wenn ihr Risse habt und das Ding, selbst wenn es auch nicht sifft, das Ding ist kontaminiert und damit nur noch für die Tonne. Jetzt könnt ihr sagen, okay, verdammen wir also das Makrolon. Wir haben ja noch andere Kunststoffe. Kunststoffe. Und Gesundheit. Machen wir es beim Liquid mal in Klammern. Das Problem ist, neben diesen Hauptbestandteilen, diesen Ketten, enthalten Kunststoffe weitere Hilfsstoffe oder Additive, die dafür sorgen, dass ein Kunststoff genau die Eigenschaften hat, die er haben soll. Das kann man auch wieder in Gruppen einteilen. Da hätten wir zum einen, das werden viele gehört haben, Weichmacher. Ich finde den englischen Begriff dafür für ein bisschen passender. Plastilizer. Warum finde ich ihn passender? Wir wollen einen Kunststoff ja nicht unbedingt nur weich haben, wir wollen ihn vor allen Dingen formbar haben. Ja, dafür, das ist ja das Tolle an so vielen Kunststoffen, dass man ihn einfach mal in eine Flaschenform gießen kann, ohne viel Energie aufzuwenden. Ja, lässt sich einfach oder in einen Ballon oder so, Luftballon einfach umformen. Das machen diese Weichmacher oder Plastilizer. Dazu gehören bestimmte Ester,
Verbindungen. Eine Stoffgruppe, die nennt sich Phthalate. Und Harze im klassischen Sinne. Besonders die Phthalate sind ein Problem, weil die auch ähnlich wie das Bisphenol A Unfruchtbarkeit erzeugen können. Jetzt nicht nur bei Männern, auch bei Frauen. Sie können Leberschäden hervorrufen. Und auch Diabetes führt man häufiger auf eine sogenannte Phthalatvergiftung zurück. Mittlerweile hat man versucht man viel dieser Phthalate zu verhindern und sucht nach Ausweichmöglichkeiten. Eine davon sind teilweise zumindest Ester aus Zitronensäure. Die gelten halt als besonders sagen wir mal schadensfreie Möglichkeit oder risikoarme Möglichkeit, hier Weichmacher einzusetzen. Nächste Gruppe der Zusätze sind Stabilisatoren. Stabilisatoren sollen den Grundstoff vor schädlichen Umwelteinflüssen schützen. Also zum Beispiel Anti-Licht, insbesondere UV natürlich, Anti-Wärme, das sind die verschiedenen Stabilisatoren. Die haben es auch in sich. Da haben wir Phenolverbindungen. Metallorganische Verbindungen. So, metallorganische Verbindungen sind ganz einfach. Wir haben als Kation irgendein Metall. Daran an binden wir irgendeinen Kohlenwasserstoff. KW. So weit, so unspektakulär. Wenn ich jetzt aber aufführe, welche Metalle da drin sind, wird schon interessanter. Fangen wir mal mit dem harmlosen Zeug an. Zink und Zinn. Beide Metalle werden vom Körper selber aufgebaut als Spurenelemente, kein Problem. Hat man häufig auch für Essbestecke, nimmt man auch für Wasserrohre und so weiter. Alles wunderbar. Aber jetzt fängt es an. Barium. Barium findet man auch häufig in Wandfarbe als Bariumsulfat. Als Bariumsulfat völlig ungefährlich, weil es nicht wasserlöslich ist, aber in wasserlöslicher Form hochgiftig. Cadmium
kennt man ja noch von den alten Batterien, ne, ganz einfachen Cadmium, Kohle und was da alles gab, hochgiftig. In dem Fall, weil Cadmium vom Körper nicht von Zink unterschieden werden kann. Und da, wo der Körper normalerweise Zink braucht, vor allen Dingen in der Atmung, also für die Steuerung des Luftübergangs von der Lunge ins Blut, ist Zink notwendig. Und wenn er stattdessen Cadmium einbaut, funktioniert das Ganze nicht. Ja, und man hat eine solche Cadmiumvergiftung. Wird dann auch schwer wieder los. Aber 80% der metallorganischen Verbindungen, die so eingesetzt werden, basieren auf Blei. So, wenn ich mich jetzt daran erinnere, was für ein Riesentumult es gab, wegen 3% Blei in irgendwelchen Messingverdampfern, ja, wobei wir den gleichen Anteil in Deutschland auch in jeder dahergelaufenen Wasserarmatur finden, dann bitte ich das jetzt hier zur Kenntnis zu nehmen. 80% der metallorganischen Verbindungen für Stabilisatoren basieren auf Bleiverbindungen. Daher ist, sag ich mal, eine Bleikontamination durch Plastikdreck, ja, oder Mikroplastik zum Beispiel, die man versehentlich aufnimmt, viel, viel größer als über diese Bleianteile in Metallen. Einfach weil diese Metalle in ihrer normalen Anwendung, sprich dieses Armaturenmessing, wenn dann man einfach nur Wasser durchlaufen lässt, dieses Blei kaum freigesetzt, das sage ich gar nicht. Während wir hier ständig davon reden, dass dieser Plastik zerstört wird, dass Teile, ja, Bestandteile sich aus diesem Plastik herauslösen und in die Umwelt gelangen und auch in uns über Umwege oder teilweise direkt. Nächstes Kapitel. Flammschutzmittel. Sicher nicht bei allen Kunststoffen ein Riesenthema. Ja, Makrolon wird da auch nicht so großblind beauftragt worden sein. Aber ich sage gerade so Sachen wie Abwasserrohrbau und solche Sachen müssen diese Sachen enthalten. Da haben wir polybromiertes Diphenylether. Relativ harmlos noch, Aluminiumhydroxid. Diverse Phosphorverbindungen. Ja, diese Stoffe sind natürlich wichtig, um diese Kunststoffe verwenden zu können im Bau, damit einem nicht wegen einer brennenden Abwasserleitung, weil man der ganze Bau in Flammen steht. Aber auch diese, wenn die unkontrolliert in die Umwelt gelangen, können diese zum Problemstoff werden. Wir haben noch was, keine Sorge. Nächstes ist Färbemittel. Färbemittel. Da kommt ganz nach vorne wieder der Ruß. Ja, der wird zum Färben von Kunststoffen verwendet. Man erinnert sich an die Autoreifen, die werden auch mit Ruß geschwärzt.
Ja, aber hat zig andere Kunststoffe werden dann auch durch Zugabe von Ruß gefärbt. Vieles geht durch solche Metallsalze. Oder halt auch organische Farbstoffe. Und da gibt es dann auch wieder solche und solche. Ne? Ich erinnere euch gerne an mein Video zur Lebensmittelfarbe. Da habe ich ja die Azofarbstoffe kritisiert, die da als Lebensmittel zugelassen sind, als Lebensmittelzusatz. Es gibt Farbstoffe für Kunststoffe. Dagegen sind diese Azofarbstoffe ein Witz. Ja, es gibt Farbstoffe, die sind wirklich extrem giftig. Und so manch einer hat sich schon gewundert, wo die alles in Kunststoff drin sind. Kommen wir zum letzten Punkt. Füllstoffe. Füllstoffe sind nichts anderes als eine Art Zusatz zu dem ganzen Plastik, der den ganzen Tag günstig macht. Ja, man kann den dazu packen und der füllt einfach Zwischenräume in Kunststoff aus und ist nichts anderes wie, sag ich mal, die Luft im Brötchen oder sowas, der das Ganze ein bisschen aufbläst. Auch hier treffen wir wieder unseren Ruß. Ja, wir haben ihn ja schon vermisst. Dann zum Beispiel Quarz, Holzspäne, Stärke. Glas, entweder in Form als Faser oder Staub. Und so weiter und so fort. Es gibt noch ein paar andere Sachen, aber da wollen wir jetzt mal nicht drauf eingehen. So, diese ganzen lustigen Stoffe, die man jetzt in so einem Kunststoff drin hat oder haben kann zumindest, werden halt bei dieser Zerstörung des Kunststoffes an die Umwelt abgegeben. Das kann natürlich, wenn wir Glück haben, in Anführungszeichen, einfach nur der Boden oder Regenwasser sein oder sowas. Oder wir haben das Problem, es ist direkt irgendwas, was wir konsumieren. In jedem Fall sehen wir das aber häufig wieder, spätestens über die Nahrungskette. Jetzt könnte natürlich einer schon sagen, warum geht da nicht ein Hersteller hin von einem Verdampfer? Der kann ja sich hingehen und sagen, pass auf, ich will den ganzen Kram nicht. Das funktioniert aber so nicht in der Kunststoffindustrie. Kunststoffindustrie, das hat was so ein bisschen mit Hexenküche zu tun. Seite. Dann haben wir, ich beschreibe es mal als Händler, / Verarbeiter. Und hier unten stehen wir als Kunden. Der Hersteller/Händler hat ein Produkt. Das Produkt kann sein Tafelwasser, das Produkt kann sein eine Suppe, das Produkt kann sein Kabel, die er isolieren will, das Produkt kann sein ein Schrank, wo die Scharniere aus Plastik sein wollen. Irgendwas der Art. Dann geht er hin zur Kunststoffindustrie und stellt eben sozusagen sein Produkt vor. Sag ihm, pass auf,
Ich habe hier jetzt meine Suppe, die muss verpackt werden, soll so und so halten. Na, möglichst hier die Anlagen habe ich zur Verpackung. Machen wir mal was. Der Kunststoffhersteller sagt dann, jo, wir können dir da ein Produkt geben, das deinen Anforderungen erfüllt, dass du auf deinen Anlagen verarbeiten kannst und das deinen Anforderungen entspricht an das Produkt. Sprich, sagen wir mal, er sagt, es ist Lebensmittel geeignet oder es ist beständig gegen das, was du auch damit verpacken willst und liefert den Kunststoff. Das sieht dann meistens so aus. Ich habe das Glück, das hier sozusagen live in Farbe miterleben zu können, weil einige Firmen in dem Objekt, was ich hier betreue, tatsächlich kunststoffverarbeitende Industrie sind. Und da sehe ich auch schon mal die Proben, die die bekommen. Das sind einfach ganz winzige, ich sag mal, reiskorngroße Pellets. Ja? So werden diese Produkte geliefert, damit die halt dann eingeschmolzen und verarbeitet werden können. Er liefert den Kunststoff und der Verarbeiter oder Händler erfährt nur, was für ein Kunststoff das im Groben ist, weil er muss das ja meistens in das Produkt eingravieren. Ja, kennt ihr diese Recyclingzeichen? Da irgendwas drin, PVC oder PET, ja, das muss der ja immer in seine Waren dann einarbeiten. Was aber da noch drin ist, welcher Weichmacher, welche anderen Additive, erfährt der Hersteller nicht. Ja, das ist das Geheimnis des Kunststoffherstellers und so liefert der Unwissende an den total im Dunkeln stehenden Kunden, was denn sagen dieser Kunststoff denn in sich trägt, außer ja, Polyethylen oder was auch immer. Das ist nichts, was jetzt China oder sowas irgendwas besonders betrifft, das macht jeder Kunststoffhändler genauso, weil halt auch hinter jedem dieser Produkte eine Menge Forschungsarbeit steckt. Wir können halt immer nur hoffen, dass zum einen der Kunststoffhersteller sowieso erstmal gar keine unehrliche Sau ist, sondern tatsächlich sich an das hält, was vorgegeben ist und nicht uns versucht, da irgendwas anzudrehen, was von der er weiß, dass es schädlich ist und dass er sich nicht irrt. Ja? Gerade bei solchen Sachen wie Medizin und Schadstoff und sowas gilt immer der Spruch, der momentane Stand des Wissens ist eigentlich nur der momentane Stand der Unkenntnis. Ja? Also jedes Mal könnte sich durch eine neue Entdeckung etwas an diesem Zustand, was wir wissen, natürlich ändern. Ja? Also entsprechend ist es so, dass natürlich eventuell irgendwo noch ein Gefahrpotenzial ist, wie man es jetzt bei dem Bisphenol A jetzt herausgefunden hat. Ja, was bedeutet das? Ja. Ich meine, ich habe ja, mir häufiger schon Folgen auch vom Steam-Team angeguckt und damals, als Velvet diese Aussage machte, die mich dazu gebracht hat, diesen Wasserhahn aufzusägen, hatte er dazu gesagt, er befürchtet, dass irgendwann einer drauf kommen könnte, wenn jetzt die Leute durch den ganze bleihaltigen Messing zu bleivergiftet sind, dass da sozusagen aufs Dampf zurückgeführt werden kann. Ja, sagen wir, ach, der hat auch den bleihaltigen Dampfer gehabt. Kein Wunder, dass der jetzt tot in der Ecke liegt. Davor sind wir bei Kunststoffen, denke ich, sicher. Wir haben so viel Kontakt mit Kunststoffen in unserem Alltag. Jeder Konservendose ist ein Bisphenol A enthalten. Dass wir vor dem Risiko sicher sind. Wir können gar nicht feststellen, aus welcher Quelle jetzt das Bisphenol A genau gekommen ist. Ja, niemand weiß genau, welches Plastikteil er wann, wo, wie in der Hand gehabt hat. Hat es da aufbewahrt, dass es mal irgendwann auseinandergenommen werden kann oder ähnliches.
Aber im Gegensatz zu all den Vermutungen, Befürchtungen und so weiter, die viele wegen irgendwelcher Metalle in China haben, Plastik kann sehr viel größere Gefahren enthalten. Ja? Einfach weil da teilweise Sachen verarbeitet werden, ohne dass man genau weiß, wie die unter bestimmten Bedingungen überhaupt reagieren. Ja, also wenn er jetzt sagt, ich teste mal die gängigen Bestandteile von Liquid und Aromastoffen, vielleicht gibt es irgendeinen Aromastoff, den er nicht kennt, den er nicht testet, und der sorgt dann plötzlich für, ja, geplatzte Tanks und so weiter. Da ist natürlich jetzt die große Diskussion los beim Dampfen. Was ist jetzt schlimm? Ja, was ist böse? Auf der einen Seite haben wir das Liquid, was uns die Tanks knackt. Auf der anderen Seite haben wir die Tanks, die durchs Liquid geknackt werden. So, wen meidet man? Das muss natürlich jeder irgendwo für sich selber verschließen. Ja, also ich schreibe da keinem was vor. Ihr seid alle alt genug, um zu dampfen. Ihr seid auch alt genug, die Entscheidung selber zu treffen. Ich sage aber, Liquid, wo wir vor allen Dingen von diesen ganzen Triacetin und so weiter sprechen, ist ja immer noch getestet für den menschlichen Körper. Ja, der Konsum ist getestet. Ja, teilweise nur die orale Aufnahme und nicht die Inhalation, aber bei Triacetin ist ja auch die Inhalation getestet worden. Bei den Tanks, und gerade bei Makrolon, ist das nicht der Fall. Liegt schon allein daran, dass Makrolon ja nicht für den menschlichen Verzehr gedacht ist. Keiner soll hingehen, seine Soda-Stream-Flasche hier auffressen. Ja? Keiner soll die Konservendose futtern. Und auch keiner soll seinen Verdampfertank kleinreiben und schnupfen oder sowas in der Richtung. Dementsprechend enthalten die Stoffe, die auf gar keinen Fall verstoffwechselt werden können und auch mit etwas Pech sich im Körper teilweise anreichern. Deswegen ist meine persönliche Meinung dazu, ich meine Kunststoff und Kunststofftanks. Ja, also ihr werdet bei meinen Kaifun-Klonen niemals diesen Makrolon-Tank irgendwo in der Mitte sehen. Die sind meistens komplett aus Edelstahl gebaut. Ja, und der Makrolon liegt irgendwo in der Ecke. Aber wie gesagt, Entscheidung überlasse ich ganz euch. Ja, ihr wisst, wer es noch nicht gesehen hat, mein Video zu Triacetin. Es ist mehrfach ohne Befund auf Inhalation getestet worden. Und solange keiner von euch eine Lunge aus Makrolon hat, kann er anscheinend bei Triacetin sehr, sehr sicher sein. Ich würde halt entsprechend, auch wenn es natürlich schwer ist herzustellen, und es um den Ersichtfenster sein muss, halt zum Glas tendieren. Ja? Und dass das möglich ist, zeigen uns viele Hersteller. Man nehme allein den Nautilus von Aspire, der ja einen Glaskörper hat, und das funktioniert hier auch ganz gut. Das und auch dementsprechend, das hatte ich ja auch in meinem Anfängervideo für Dampfer über das Lagern gesagt, keine Lagerung. Basis, die ich immer so bei mir auf dem Mischtisch stehen habe, so zum, ich mach mal flott was, die ist tatsächlich in einer Kunststoffflasche. Da ist es da auch eine spezielle Kunststoffflasche aus dem Chemikalienhandel,
die ich dann tatsächlich für diese Anwendung auch gekauft habe. Ja, so eine Chemikalien-Vierkantflasche, die extra für solche Sachen beständig sein soll. Ich hoffe, das stimmt dann auch so, aber ich denke mal, ein Hersteller von diesen Kunststoffgebinden kann es sich nicht leisten, je nachdem, was ein Labor an teuren Chemikalien da aufbewahrt und das wird dann kontaminiert. Das möchte sich wahrscheinlich keiner ans Bein binden, dass er das dann ersetzen darf. Ja. Wollen wir noch einmal kurz über das, über den Tellerrand des Dampfens hinausblicken, und dann als letzten Schluss. Was bedeutet eigentlich diese ganze Kunststoffproblematik für uns im Alltag? Ich meine, es gibt mittlerweile Leute, die versuchen, ein Leben ohne Kunststoffe zu führen. Ja, die, also Kunststoff, wo immer es geht, vermeiden. Ja, ich empfinde Hochachtung für die Leute, für ihre Anstrengungen. War aber zu bezweifeln, dass das geht. Ja, also gerade was viele Spezialanwendungen angeht, auch sag ich mal, elektrische Leitungen und solche Sachen, werden wir um Kunststoffe nicht mehr herumkommen. Sollten wir auch nicht mehr versuchen, weil es die Anstrengung wahrscheinlich nicht lohnt. Ja, Kunststoff hat uns, wie ich eingangs sagte, eine riesige Menge an Möglichkeiten geschenkt, mit der wir umgehen, Dinge machen konnten, die wir sonst wahrscheinlich bis heute nicht fertiggebracht hätten. Aber wir müssen auch gleichzeitig ein bisschen das Risiko für uns und die Umwelt da natürlich betrachten. Und dementsprechend wäre es für mich persönlich, oder ich sehe persönlich, das Ganze so, dass Plastikabfälle das Gleiche sind wie Sondermüll. Ja. Einfach von dem Gefahrenpotenzial, was diese Stoffe, vor allem in ihrer unglaublichen Masse, die sie anfallen, für Mensch und Umwelt bedeuten. Ich meine, gut, man kann sich jetzt lange darüber streiten. Das Recycling von Kunststoffen ist teilweise sehr aufwendig, sehr schwierig. Teilweise ist es gar nicht möglich, Kunststoffe 1:1 wieder zu recyceln. Da gibt es dann das sogenannte Downcycling, wo also aus einem vorher recht hochwertigen Wertstoff ja, etwas Minderwertiges draus wird. Bestes Beispiel ist, man kann aus einem Haufen von wild durcheinander geworfenem Plastikmüll zum Beispiel Bahnschwellen gießen. Oder Parkbänke sind häufig aus so einem Recycling-Kunststoff, der aus allem Möglichen zusammengekehrt wurde, sagen wir es mal etwas salopp. Da spricht man halt von Downcycling. Alles immer noch besser, als den Kram in der freien Natur herumliegen zu lassen, wo er ja, nach peu à peu zerfällt, Meere vergiftet und schließlich endlich als Schadstoff auch zu uns zurückkommt. Ja, und selbst wenn man ihn auch nur verbrennt in der Verbrennungsanlage. Immerhin werden da die meisten dieser ganzen Giftstoffe inaktiviert, indem sie einfach zersetzt werden zu Asche oder CO2. Und wir immerhin noch Energie gespart haben. Kunststoff hat ungefähr den gleichen Brennwert wie Steinkohle. Ja, also, dass man es ungefähr verorten kann. Ja, also, ist schon ein ordentlich funktionierender Energieträger als Müll. Ja, also entsprechend, das, worum es mir halt geht, ist, dass ich persönlich halt darauf achte, und es wäre schön, wenn ihr das so als Fazit halt mit rausnimmt, dass wir die ganzen Sachen, die wir sonst, ja, salopp gesagt, in die Gegend schmeißen, ja, oder sagen, ach gut, nicht da halt ein Stück Plastiktüte oder sowas in der Ecke, dass wir das halt ein bisschen mit anderen Augen sehen. Dass wir zwar da durchaus die Vorteile des Ganzen nutzen, aber das Ganze, was die Entsorgungsproblematik angeht, mal ein bisschen mit wacherem Auge sehen, als es vorher der Fall war. Ja, gut, ich habe jetzt einen trockenen Mund. Hier drin ist es furchtbar warm.
Das bedeutet, ich sollte dann noch mal zum Ende kommen. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen was näher bringen, ohne jetzt direkt irgendwo Panik verbreiten zu wollen, aber wie gesagt, einen Denkanstoß hoffe ich mal dem einen oder anderen gemacht zu haben, um mal auch ja, Kunststoffe und so etwas die Erwähnung gegeben zu haben, die sie verdienen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen viel guten Dampf und man sieht sich. Doch sind wir frisch und wohlgemut und sagen nicht trotz alledem. In tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es gilt uns gleich trotz alledem. Geschüttelt und ein Gaskerwind, weiter nichts